Wir freuen uns, dass wir den Journalisten Alan O'Riordan hier haben. Und ich möchte ihn bitten, jetzt auf die Bühne zu kommen. Und dann können Sie uns auch einige Einblicke vermitteln. Einen Applaus bitte. Danke vielmals, vielen Dank, meine Damen und Herren. Beginnen darf ich mit einem kurzen Film, der einen Einblick dazu gibt, was wir tun, und vielleicht können wir dann starten. Danke. We are part of a golden age of journalism and storytelling. Everybody now is a storyteller. There's hundreds of hours of YouTube video uploaded every single minute. But when everybody's telling a story, which stories are worth listening to? Storyful is the first social media news agency in the world. One of the big stories we've been covering today is Yemen. We found this pretty dramatic video. So what we want to do is go to Google Maps, establish the location. We find the building here, which matches exactly. And now we're going to attempt to get clearance for the content and provide it to our clients for use. Hi, my name is Joe Galvin. I'm a journalist with the news agency Storyful.com. We really prided. Wir sind wirklich sehr stolz auf uns und wir versuchen immer auch den Expertenjournalismus umzusetzen, insbesondere im Social Web. Weltweit, auf ganz gleich welcher Plattform, versuchen wir das umzusetzen, und die Technik hat unseren Job sehr verändert. Wir können nun versuchen, die Geschichten umzusetzen, die Sinn ergeben. Google, Tools und weiteres waren für uns sehr wesentlich von Beginn an. 24 Stunden kann man heute mit Google verbringen und es ist eine wirklich coole Technologie. Und das Ganze ist hier mehr als das Summe seiner Teilen. Es geht ums Erzählen von Geschichten, es geht um Technologie, es geht darum, dass man Geschichten findet, wo man am Puls der Zeit bleibt, und das im Internet. Wichtiger ist noch, dass man nach Wahrheit sucht, und das ist genau, was Storyful tut. Wir streben nach Authentizität. Auch ich glaube, Journalismus ist sehr wesentlich und es geht darum, Inhalt zu erzeugen und zu vermitteln. Soziale Medien spielen heute eine solche Rolle, dass Geschichten einfach weitererzählt werden müssen. Andere erzählen uns, was sie bewegt, und wir nehmen das ernst. Soziale Medien werden immer Medien bleiben. Journalismus ist auch sozialer Journalismus, und wir sehen uns an, wie die Geschichten zu einem Standard, zum Normalen werden innerhalb des Journalismus. Hier sehen wir, was wir tun, und ich bin heute sehr froh, über etwas zu reden, das wir den Open Newsroom nehmen. So sieht das aus, und ich glaube, das Video hat ungefähr gezeigt, was das bedeuten kann, und ich glaube, der Open Newsroom war immer das, was wir versucht haben umzusetzen und dorthin zu kommen, was Korrespondenten als Informationen von außen uns liefern. Ein Newsroom, ein Nachrichtenstudio, zeigt uns diesen Inhalt und zeigt uns die wesentlichen Prozesse, die dabei auch ablaufen. Was meine ich damit? Ich meine, dass der Newsroom immer schon offen war, aber es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die etwas offener noch gestalten kann. Einerseits kann man die Kommunikation erleichtern, ja, einfache Kommunikation und Zusammenarbeit auch erleichtern, wie man durch Journalisten, und wo wir das auf eine Weise tun können, die es zuvor noch nicht gegeben hat. Und wo wir auch versuchen, auch einige der Preise auf dieser langfristigen Zusammenarbeit aufzubauen, in Bereichen wie Menschenrechte und so weiter. Und es gibt ja sehr viele Belege dafür, mit der Hilfe von Experten können wir auch zeigen, wie das für Journalisten interessant sein kann. Ein weiterer Punkt, ein Newsroom heute muss offen sein für jedes öffentliche Statement, für jedes öffentliche Video, für jeden öffentlichen Inhalt. Wir sehen, dass das wichtig ist für die Zwecke des Journalismus, und das ist ein weiterer wesentlicher Teil, der uns zeigt, dass das oft ein gemischter Segen natürlich nur ist, nicht etwas, das nur Vorteile hat, sondern ein durchaus zweischneidiges Schwert.
Nichts von all dem ist überprüft und wir wissen nicht, wo die Quellen herkommen. Wir wissen, dass viele öffentliche Aussagen treffen. Wir wissen, dass sehr viele öffentliche Bilder auch ins Netz stellen und all das kann natürlich ein Teil sein, den man für den Journalismus einsetzt. Wie erreicht man das? Wie kann man intelligent zuhören? Wie kann man die Quellen nutzen? Und wie kann man die Sache des Journalismus befördern? Wie kann man Geschichten erzählen, die es wert sind, erzählt zu werden? Und das, glaube ich, ist der Unterschied, den wir heute bewerkstelligen sollten. Intelligentes Zuhören ist heute der Schlüssel zum Erfolg und eigentlich die Methode, die wir gewählt haben. Und 99,9% dessen, was in den sozialen Medien ist, ist eigentlich für Journalisten nicht interessant. Aber die 0,1%, die verbleiben, zeigen, was Menschen vor Ort beobachten. Menschen, die etwas erlebt haben, Menschen, die etwas weiterzugeben haben, Informationen, Videos und Ähnliches. Und das müssen wir finden, denn wenn etwas geschieht, sagen wir, wie bei den Anschlägen in Brüssel, dann gibt es immer jemanden, der näher dran ist als wir. Es war damals ein sehr geschäftiger Flughafen und eine Metrostation und ein oder zwei Journalisten waren zufällig dort, aber normalerweise sind es der Mann, die Frau von der Straße, die uns helfen, diese Geschichten aus erster Hand weiterzuerzählen. Und darauf müssen wir als Newsroom reagieren, und zwar rasch und in behutsamer Weise. Nur so können wir sicherstellen, dass die Content Owners auch tatsächlich Gehör finden im Internet und dass ihre Gefühle auch nicht verletzt werden. Das brauchen wir im Open Newsroom, das brauchen wir, um zu entscheiden, welche beste Methode man wählen kann. Und das gilt nicht nur für spezialisierte Nachrichtenagenturen, es gilt ganz im Allgemeinen und es gibt heute Tools, die zur Verfügung stehen. Es gibt Banjo zum Beispiel oder Crowdtangle und so weiter und die alle haben ihren Wert. Aber die alle können auch nur unter gewissen Prämissen funktionieren und diese Vorbedingungen sind klar zu definieren. Es ist immer jemand näher dran an einer Geschichte, wie ich sagte, und das bedeutet, wie kann man diesen jemand finden? Hier kurz etwas dazu und etwas zur Geschichte von Storyful. Wir sehen hier die Theorie hinter dieser Methode und das ist eine, auf die wir, glaube ich, stolz sein dürfen. Wir sehen, dass wir zunächst eine Infrastruktur aufbauen müssen und Twitter hat hier ein gutes Beispiel geliefert. Twitter hat etwas aufgebaut und wir finden, dass die Menschen heute sich darauf verlassen können, überall. Natürlich ist das nur allzu menschlich, dass man versucht, den Geschichten immer zu folgen, dort, wo sie Interesse hervorrufen. Und wir sehen hier diesen Screenshot von vor einigen Tagen. Da wird Haiti als Beispiel genannt. Wir sehen, dass das die Reichweite gleich gesteigert hat und es gibt gewisse Schlüsselbegriffe, die hier in der Liste öfter aufscheinen als sonst. Auf Tell Me kann man das oft auch finden und wir sehen, wenn wir dann Haiti etwa aufrufen, dass wir dann verschiedene Berichte bekommen und dass gewisse Schlüsselwörter öfter genannt werden als andere. Hier die Twitter Heat Map für die letzten 60 Minuten, geordnet nach den Top 30 bei den Phrasen oder Sätzen, die angeklickt oder aufgerufen werden. Grün bedeutet normal und das zeigt uns dann, was populär ist in einem Netz. Und mit Netz meine ich natürlich unser Storyful-Netzwerk. Im Allgemeinen sehen wir hier die Dinge, die populär sind und im Allgemeinen sehen wir auch, dass dies etwa ein Normalverhalten ist der Nutzer. Ganz oben sieht man die Hashtags, die am öftersten verwendet werden und wenn die noch öfter aufscheinen, wird aus Grün dann langsam rot und dann weiß ich, dass es wert ist, diese Geschichte weiter zu verfolgen. Was tut man dann? Das ist auch eine Frage und wir sehen hier, dass einige Sekunden schon nach den Anschlägen in Brüssel alle wussten, was geschehen war. Dann haben wir wiederum ein System, das wir Screen Desk nennen. Hier versuchen wir eine Art Filter zu verwenden, um zu sehen, wie die Geschichten in die Redaktionen finden.
Wir erfahren also von einem neuen Geschehen, dann wird ein Journalist bestimmt, der die Geschichte in der Tiefe verfolgen soll, der dann Videos schickt, der Interviews mit Zeugen führt und so weiter. Das ist eine Geschichte aus Somalia von vor einigen Wochen. Auch hier haben wir einige Schlüsselbegriffe mit den Bildern kombiniert. Wir sehen, dass wir jetzt sehen, wie wir die Geschichten aufbereiten, und es ist immer eine Multiplattform-Abfrage, die hier eingesetzt wird. Und wir extrahieren dann das, was unserer Ansicht nach am besten funktioniert. Das im Wesentlichen zeigt, wie wir dann zum letzten Teil finden, Journalismus, der dann tatsächlich auch etwas bewegen kann, der die richtigen Fragen stellt und überprüft, ob auch Antworten dadurch ausgelöst werden. Wir sehen dann immer, dass in jedem Newsroom man versucht, einen ähnlichen Prozess zu durchlaufen und ein Produkt zu haben, das auch genau das tun kann, denn so kommen wir einerseits an die wirklichen Geschichten heran und andererseits ist es wichtig für guten Journalismus, das zu tun, was wir eigentlich tun, nämlich wie wir unüberprüfte Quellen und Informationen und Endprodukte des Journalismus entsprechend verwenden können. Wir sehen damit, dass das Zusammentragen von Informationen nicht genügt. Es braucht immer eine Plausibilisierung, denn sonst geht man in diese verführerische Falle des allzu raschen Veröffentlichens, wo man Gerüchte weitergibt, und das wollen wir in Qualitätsjournalismus mit allen Mitteln vermeiden. Wenn etwas schiefläuft, können wir zumindest daraus lernen, denn das Vertrauen in die Medien sollte nicht als gegeben vorausgesetzt werden. Das muss man sich verdienen und auch erhalten. Und ich glaube, die Zeitungen spielen dabei eine sehr große Rolle. Das hier ist eine Aufgliederung dessen, was wir tun. Zunächst muss man das Signal erkennen, dann jemanden finden, der wachsam ist gegenüber diesem Signal, und dann jemanden, der entdeckt. Und diese drei Punkte führen zu guten Geschichten unserer Ansicht nach. Man braucht die Geschichte schnell, man braucht Wahrheit und Präzision in einer Geschichte, und man muss vor allem hinfinden zum ursprünglichen Inhalt, zum Original Content. Diese Schritte sind sehr wichtig auf unserem Weg. Je rascher man zum tatsächlichen Ereignis findet, desto mehr kann man die Zerstörung oder Verzerrung einer Geschichte vermeiden. Und rasch heißt nicht nur rasch hin zum Endprodukt, rasch heißt auch eine rasche Plausibilisierung. Wir sehen, dass Präzision, wir sehen, dass Verifizierung eine große Rolle spielt. Denn wir sehen, warum das so ist. Wir sehen, dass man nicht immer leicht zur Weisheit in der Menge, Wisdom in the Crowd, finden kann. Es ist wichtig, hier unterscheiden zu lernen. Wichtig ist hier das Logo links unten, aber ich möchte natürlich nicht irgendjemanden hier beschuldigen. Es ist nur ein Beispiel, das wir hier wählen. Das ist schon zirkuliert in den Minuten nach dem Anschlag in Brüssel und war teilweise noch unüberprüft, und wir haben das auf unseren Bildschirmen gesehen und wir wussten, dass diese Person gar nicht dort war. Wir sahen eine frühere Version desselben Videos und haben uns dann vorgestellt, dass diese Person wohl nicht wirklich vor Ort gewesen sein konnte. Und Minuten später sagt mir dann jemand schon, das ist nicht mein Video und ich bin nicht in Brüssel. Und bitte dieses Video nicht verwenden. Also wir hatten Gott sei Dank rechtzeitig aufgepasst. Wir haben aber dann denjenigen gefunden, der das hochgeladen hatte, haben ihn gefragt, ob er dort war, und haben dann mit ihm die Lizenz gestaltet, denn sehr oft geht das nur auf Fall-zu-Fall-Basis, einen Vertrag mit jemandem abzuschließen, der glaubt, seine Rechte müssen geschützt werden, und das kann nur im Einzelfall entschieden werden.
Also in diesem System hatte man dann auch Zugriff auf das richtige Bildmaterial und die Frage ist, wie konnte man wissen, was die richtige Version war und wie konnte man zum guten alten Journalismus zurückfinden. Wir haben die Quelle, wir haben das Video, aber wie wissen wir, dass eine gewisse Person überhaupt zuverlässig ist, die uns Infos weitergibt. Wir haben da mit ihm gesprochen, er war dort, er hat uns ein Foto geschickt von sich selbst und er hat uns sogar gesagt, dass sein Freund hinter ihm gestanden war, der das gefilmt hat. Wir haben also gesehen, wie er beim Filmen des Videos selbst gefilmt wurde. Also so leicht bekommt man das normalerweise nicht, aber in dem Fall hat es funktioniert. Und wir hatten dann ein Video, von dem wir wussten, dass es tatsächlich richtig etikettiert war und auch aus der richtigen Quelle gestammt hatte. Wenn Journalisten so etwas verwenden, dann reicht es natürlich nicht rasch, Dinge umzusetzen, muss oft auch in die Tiefe gehen, auch wenn Geschwindigkeit geboten ist. Hier sehen wir, was in Malbeek geschehen ist, dann sehen wir den Moment des Anschlages und dass der tägliche Pendelverkehr kam damit zu einem raschen Halt. Danach war nur mehr Rauch und Staub zu sehen. Hier sehen wir, wie Storyful damit verfahren ist. Wir haben Minsk 2011 versus Brüssel 2016. Und das geschieht immer, wenn aktuelle Nachrichten auf einmal hereinströmen. Und wiederum, mein Beispiel zeigt nur ein Beispiel, es geht nicht darum, welche Quelle hier beschuldigt werden soll. Wir versuchen nur den Unterschied zu zeigen zwischen zu rasch und rasch. Storyful hat dann ein Feature auch veröffentlicht über diesen schrecklichen Zwischenfall. Das würden wir nicht immer machen, aber in diesem Fall meinten wir, dass ein solcher Leitartikel sehr sinnvoll wäre. Und das ist nur ein Beispiel, dieses Feature, das wir dann gesendet haben. Es ist essentiell, dass wir Möglichkeiten finden, den Quellen des sozialen Journalismus intelligent zuzuhören. Denn oft sind wir entschlossen, rasch zu agieren, aber wie gesagt, Geschwindigkeit ist nicht alles. Je früher der Journalist in die Gleichung eingebunden ist, desto besser wird das Ergebnis. Denn aus Rohmaterial guten Journalismus zu machen, ist eine Sache, aber so rasch wie möglich an die Stelle eines Vorfalls oder Zwischenfalls zu gelangen, ist ebenso wesentlich, um dann besser und rascher eingebunden zu sein. Auch das spielt eine Rolle und das müssen gute Journalisten tun und nur so können wir Ressourcen und auch Quellen richtig und rasch nutzen. Es gibt Möglichkeiten, wie man das tun kann und die drei Schlüsselpunkte sehen wir hier am Schirm. Intelligent zuhören, rasch agieren und die Menge nutzen. Ja, aber ihr nicht ohne guten Grund vertrauen. Und die Menge und ihre Meinung, ihre Berichte sind verführerisch, aber man darf in diese Falle nicht gehen. Das ist ein Klassiker bei Journalismus im Allgemeinen. Und das würde ich Sie bitten, später dann zu googeln. Denn das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist etwas, das wir für unsere Partner First Draft News erstellt haben. Hier ging es darum anzunehmen, dass weil die Menge etwas berichtet, das auch wahr ist. Ich habe davor bereits ausreichend gewarnt, denn das hat auch enorme Konsequenzen für die Betroffenen. Hier haben wir versucht zu identifizieren, was 2013 beim Boston Marathon geschehen war
und wie eine Familie, die damals nach ihrem verloren gegangenen Sohn gesucht hatte, in die Medien gezerrt wurde. Das war schrecklich für diese Betroffenen. Und es war wesentlich schlimmer, als hätte man von Anfang an hier gewissenhaften Journalismus betrieben. Es gab auch eine Massenschießerei vor einigen Monaten in den Vereinigten Staaten, wo der Schütze per Messageboard identifiziert worden war. Und auch das kam von sogenannten ehrwürdigen Redaktionen, aber wir hatten unsere Zweifel und haben gut daran getan, nicht sofort alles zu veröffentlichen. Es gibt also sehr viele Informationen, aber man darf nicht in die Falle gehen, sofort alles zu glauben, was irgendjemand berichtet. Wie gesagt, gute Journalisten müssen in die Gleichung einbezogen werden, so rasch das nur möglich ist. Und zuletzt noch ist es, glaube ich, wesentlich zu sagen, dass obwohl all das heute stark diskutiert wird, waren wir schon länger hier. Diese Geschichte stammt von einem TV-Anchorman, einem Red-Journalisten, und wir sehen, dass der erste, den er eingestellt hatte, ein früherer Zeitungsredakteur war, und in der Handvoll von Journalisten, mit denen er sich umgeben hat, hat er versucht, die richtigen Köpfe zu finden. Und wie gesagt, es gab verschiedene Zeitungsredakteure. Ich habe mich später dann auch zu diesem Team gesellt. Es waren ungefähr schon 10 Menschen in diesem Team, bevor ich dann dazu kam. Aber ich kam auch mit diesem Hintergrund. Ich hatte früher bei der Irish Times und der New York Times als Redakteur mitgewirkt. Sehr viel endet hier im Abfalleimer der Geschichte und der Geschichten, und viele unserer Kollegen vom Times-Büro in Paris haben gesagt, sie würden ihre Jobs im Oktober verlieren. Wir haben bei Storyful gesehen, dass die Erfahrung von Nachrichtenredakteuren bei solchem Material immer eine Erfahrung einbringen kann, die kein anderer Zweig einbringen kann. Aber oft sind wir eben versucht, zu sehr zu übereilen, zu rasch zu agieren, und oft gibt es eine gewisse Gier nach Elend und negativem Bericht. Also oft muss man versuchen, etwas Einhalt zu gebieten, Geschichten zunächst auch zurückzuweisen und das zu tun, was wir alle gern tun wollen. Im Kontext von Zeitungen versuchen wir das im Kontext der neuen Medien jeden Tag bei Storyful zu tun. Wir können nur lernen aus den Erfahrungen der Vergangenheit, und für die gesamte Branche ist wesentlich, immer wieder daran zu denken, dass wir in dieser neuen Ära umso behutsamer vorgehen müssen, denn wir sind in diesem Übergang zwischen Print und dem, was immer dann nicht Print sein wird. Und diese Weiterreichung vom Ersteren zum Letzteren ist wesentlich, ist essentiell und wird oft übersehen. Zum Abschluss also darf ich betonen, dass das Geschäft des Machens von Zeitungen eine Praxis und eine Kultur mitbringt, die essentiell ist beim richtigen Verfahren mit dieser neuen Quelle von potenziell journalistischem Material. Damit danke ich herzlich fürs Zuhören und für Ihre Zeit.